Hallo und willkommen bei PED 2 mit der Tibra. Grüß euch, und hallo. Und mir, dem Anduin, grüß euch. Ja, ein neues Game. Also neu für mich ist es nicht mehr ganz neu, für dich glaube ich nur ein bisschen mehr. Ist schon sehr neu. Ja, wir werden das jetzt einmal anzocken, mal schauen, was sie da tut. Ja. Oder ich. Genau. Du bist ja schon fast Profi im Bankenhausraum. Ja. Also bei der Tibra ist es wirklich ein angezockt, bei mir ist es nur vom Video her ein angezockt. Man sieht das da schon, ich bin auf Level 93, geht aber relativ schnell bei dem Game, muss ich nicht wundern. Ja, ich bin erst 21 und habe Bargeld von 259.000 Dollar. Und die Level 21 hast du aber glaube ich auch mit 2 oder 3 Einsätze gemacht. Also genau. Am Anfang geht es wirklich sehr schnell dahin, bei mir zieht es also jetzt mittlerweile, ob so 80, 85 wird es dann zäh. Ich habe schon eine tolle Maske. Ja, gehen wir mal vielleicht kurz durchs Menü. Ja. Schauen wir zuerst einmal ins Inventar. Inventar, ja. Im Inventar seht ihr eigentlich so alles, halt, was man sich persönlich einstellen kann zu seinem Avatar. Mhm. Wichtig, da habe ich selbst lange gebraucht, weil ich es einfach übersehen habe. Euch wird es da besser gehen, beziehungsweise jetzt haben wir es erklärt. Könnt ihr es gar nicht mehr übersehen. Es gibt da unten Profile, und zwar in der Mitte unten. Da steht Profile 1, Profile 2. Ja. Und je nachdem, welches Profil man da eingestellt hat, kann man jetzt hier verschiedenste Sachen auswählen. Seine Waffen, seine Ausrüstung praktisch, seine Fertigkeiten und sein Perk-Deck. Okay. Und wenn man dann das Profil umstellt, dann verliert man diese Einstellungen nicht. Also das bleibt im Profil gespeichert. Und ich habe zum Beispiel für Profil 1 einen zusammengestellt, eher für laute Missionen. Und ja, im Profil und mit 2. Schuss, mit Weste, ne? Genau. Ja, und im 2er halt mit leise. Okay. Und habe auch verschiedene Fertigkeiten eingestellt. Also man sieht im Profil 1, schaut da der Fertigkeitenbaum ganz anders aus als wie im Profil 2. Fertigkeitenbaum, wo ist der? Und, Fertigkeiten. Fertigkeiten, ja. Ja, vielleicht gehen wir kurz die Punkte durch. Da oben, wo das Gesicht ist, wenn man da draufklickt, kann man grundsätzlich mal auswählen, welche Charaktere man überhaupt spielen will. Man hat 4 Slots zur Verfügung, die sieht man rechts oben. Und es gibt da eine komplette Auswahl an verschiedensten Verbrechern halt. Da gibt es die Originale von PD in Dallas, in Wolf, in Chains und in Houston. Ich habe da die Sydney einfach eingestellt. Genau. Ja, wen hast du sonst noch gewählt? Sydney? Ich habe noch gar nichts eingestellt. Aha, na, da kannst du zum Beispiel, wenn du oben, rechts oben bei 1, 2, 3, 4, da kannst du die verschiedenen anklicken. Ja, da und kannst da dann immer einen auswählen. Und spielen du es grundsätzlich immer mit 1er. Mhm. Wenn du aber zu einer Gruppe dazugehst bei einem Einsatz und dort hat schon jemand diesen Charakter, dann wählt es bei dir einen zweiten. Wenn der auch schon vergeben ist, wählt es einen dritten und so weiter. Okay, ich habe jetzt den Bodhi beim zweiten. Na, beim zweiten, wo ist denn die? Ich habe ja 2 Mädels, glaube ich. Die Clover, die Clover, Sydney. Die werde ich als zweites und die erste ist die Sydney. Genau. Die Sydney ist die Australierin, die Clover ist, glaube ich, die Irin. Ja, genau. Die Clover ist die das dunkle, ist die Sydney ist diese bankige. Gut, wo habe ich jetzt... Ich finde die Irin voll cool. Da mal Houston. Ja, ich habe ausgewählt als ersten natürlich John Wick. Gibt es als Zusatzpaket zu PD. Ah, da ist das nicht, die Sydney. Ja, vielleicht generell, wir haben sich PD gekauft beim letzten Mal, wie es da in Superaktion war. Das Spiel plus alle Zusätze für 2 Personen um... Ich weiß nicht mehr genau. Keine Ahnung. Unter 80, 60 Euro, glaube ich, oder was war für 2 mit allen Zusätzen oder so. Also wirklich, ihr sind große Pakete mit Zusatz heißt's und man sieht es eher an einer Vielzahl an Charakteren. Gibt es mindestens einmal im Jahr diese Aktion bei Steam? Schaut sie sich an, schmeißt sie sich auf den Wunschzettel, das Spiel zahlt sie wirklich aus um den Preis. Das Grundspiel selbst kriegt man um 4 bis 5 Euro in der Aktion. Ja, John Wick habe ich, dann im Podi von Gefährliche Brandung. Dann als Dreier habe ich momentan, ich weiß es jetzt ich gar nicht. Ich noch gar nichts. Also, aber ich werde bei den 2 Damen bleiben. Das ist, glaube ich, der neue, der Sungrass, genau. Und als 4 habe ich die Clover, glaube ich. Ja. Okay. Aber ich spiele eigentlich immer in John Wick und.
Genau. Nur wenn der vergeben ist in einer Gruppe, dann schaltet halt irgendein anderer aktiv. So, unter dem Charakter, das nächste Feld, das ist Maske. Eure Maske, die ihr beim Überfall trägt. Ja. Hier könnt ihr wählen aus unzähligen Varianten. Mhm. Ich habe mal einige herausgenommen, die mir halt persönlich momentan gefallen. Eine habe ich mir wirklich selbst zusammengebaut, das ist die da. Ich habe noch nicht Materialien. Sehr viel Auswahl. Ich bin noch jung im Geschäft. Wenn man auf einen leeren Maskenslot geht und geht auf neue Maske kaufen, sieht man hier die Auswahl. Es gibt da Community-Masken, es gibt die normalen Masken, die halt standardmäßig im PD drinnen sind. Okay. Es gibt durch DLCs Masken, da ist halt bei uns auch einiges aktiv. Ereignismasken, Zusammenarbeit, das ist, wenn man irgendwelche anderen Games von dem Entwickler hat, dann schalten sie da welche frei. Mhm. Und dann die Berüchtigten. Ja, die Masken kriegt man bei den Einsätzen per Zufall und einige werden durch die DLCs freigeschalten und einige kriegt man durchs Grundpaket schon mit. Mhm. Aber der Großteil der Masken schaltet man frei während den Aufgaben, wenn man die erledigt, also die heißt, das sehen wir dann eh nachher. Ja, bei mir ist es ziemlich mager noch mit Masken, ja. Aber ich habe ja schöne, also ich darf nicht meckern. Mhm. Ich kann meine schnell herzeigen, ich habe eben beim Profil 2, also bei dem, wo ich eher leise unterwegs bin, habe ich die Sonnenbrille von John Wick. Und im Profil 1 habe ich diese selbst zusammengebaute, ja, schaut ein bisschen aus wie ein Totenkopf. Ja, dann kommen wir in das mittlere, in den mittleren Balken, in den Waffenbalken. Ja. Da gibt es die primäre Waffe, die sekundäre, den Nahkampf und das Wurfobjekt. In der primären haben wir eher die größeren Waffen. Wenn wir da reingehen, gibt es wieder einmal einen Pool, seinen eigenen persönlichen Pool. Wenn man da auf einen leeren Waffenslot geht und geht auf neue Waffe kaufen, sieht man die verschiedenen Waffenkategorien, die in der primären Waffe zur Verfügung stehen. Das ist das Sturmgewehr, sieht man die Auswahl. Akimbo ist immer beidhändig. Sind dann natürlich eher kleinere Waffen, aber die tragt man dann beidhändig. Scharfschützengewehre, dann die besonderen. Okay. Ja, da ist zum Beispiel die Minigun drin, ich, wie bei Terminator. Ich habe noch eine Kreissäge. Kreissäge, genau, die kann man freischalten in den Fähigkeiten. Ist unheimlich gut bei den Banken, wo man in den Tresoren die Schließfächer aufmachen will. Mhm. Werden wir vielleicht auch einen Heist dann aufnehmen damit. Schrotflinten gibt es nur unter MGs. Alles klar. Im späteren Verlauf. Oh ja, nett. Sehen wir dann da nur die einzelnen Waffen, die wir schon haben, die Tiger und ich. Gut, ich habe jetzt nur mal das erste Sturmgewehr immer noch. Es ist ja nicht schlecht. Ja, ja. Also mit dem Level habe ich eigentlich auch nur das gehabt. Da kann man Stunden verbringen beim Modifizieren. Ja, habe ich auch schon. Den sekundären Waffenslot gibt es wieder verschiedene Kategorien. Wir gehen wieder auf den leeren Waffenslot, neue Waffe kaufen. Grundsätzlich einmal die Pistolen, ja, die MPs, Maschinenpistolen, die besonderen wieder, da sind so Panzerfäuste und so drinnen und auch wieder die Säge. Bei mir steht noch nicht genug Geld. Ich muss erst erwirtschaften. Und dann halt auch wieder kleinere Schrotflinten. Genau, die abgesägte. Ja. Nahkampf. Klar, Nahkampfwaffen, schauen wir wieder rein. Da gibt es eigentlich, ist der Pool, den man da sieht, immer der persönliche Pool und man wählt da einfach nur die Nahkampfwaffe aus, die man verwenden will. Also nicht so wie bei den Schusswaffen, wo man es zuerst kaufen muss und dann verwendet man es, sondern die schalten sie einfach im Laufe der Level frei und stehen alle zur Verfügung und man wählt sich da seine Lieblingswaffe aus. Mhm. Ich habe da momentan Eispickel. Ja, habe ich auch. Ist eines der besten Teile. Es ist. Ist ein Allrounder. Ja. Bei der Tibra wird noch was Besseres kommen, aber ich glaube, ja, das hat sich noch nicht freigeschaltet. Nein, leider noch nicht. Hast du durch das DLC? Wurfsterne. Ja, das und ist ein Wurfobjekt. Und Samurai-Schwert. Und Samurai-Schwert, genau. Sind wir schon sehr gespannt. Ja, ich auch. Ja, das waren so die Nahkampfwaffen. Werden wir dann auch noch. Granate habe ich da unten noch. Genau, Wurfobjekt. Wurfobjekte sind jetzt da einerseits Granaten, andererseits, wenn man im Stealth-Mode ist, dann natürlich Wurfmesser, die es auch gibt, oder Karten. Eben der Wurf, die Wurfsterne, glaube ich, kommen da auch. Ah ja, hier unten. Ja, und da unten sind auch die Wurfsterne. Bei mir steht halt dabei DLC, weil ich habe mir den DLC nicht genommen, weil er mir die Tibra hat, dass sie unsere Charaktere ein bisschen unterscheiden.
schaltet sich frei durchs Ninja-Back. Ja, das war die mittlere Spalte. Wir werden euch in den nächsten Folgen dann auch noch die Waffen zeigen, die wir haben, warum wir es so modifiziert haben und so weiter. Und in der ganz rechten Spalte kann man jetzt nur auswählen, ein Paket, was man mitnimmt oder eine Tasche. Ja. Ich habe mich da spezialisiert auf die Munition. Und ich habe die Arzttasche dabei. Du hast die Arzttasche. Mhm. Ich bin mittlerweile draufgekommen bei den Heists, wo ich mitgemacht habe, dass das First Aid Kit fast besser ist, wenn man das in den Fähigkeiten hochschaltet. Man kann das, glaube ich, bis zu 11 oder 12 so Kits hochdrehen. Ah, okay. Aber dann bleibe ich jetzt nur bei der Arzttasche. Ja. Werd schauen, wie ich meinen Baum hochlevele, vielleicht steige um. Ja. Mhm. Gut. Also für Laut ist Munitionstasche und Verband unheimlich wichtig. Das ist eben da die Muni, da die Arzttasche, da das First Aid Kit. Dann gibt es noch, das hat sich durchs Bergdeck bei mir freigeschalten, eine Panzerungstasche, weil ehrlich gesagt noch nie verwendet. Weil, ja, bei einer lauten Mission habe ich sowieso meine Panzerung an, bei der Stealth scheitert man eh meistens, sobald es laut wird. Es gibt dann noch ganz was Besonderes, einen Leichensackkoffer. Man kann die Leichen im Stealth-Mode nämlich nicht einfach so transportieren, sondern man muss sie in Taschen verpacken. Und dazu und ist dann das entsorgen. Und dann entsorgen, ja. Damit's, also wenn man es herumliegen lässt, kann es passieren, dass dann andere alarmiert werden. Genau, entdeckt werden. Dann gibt es noch ein geiles Teil, den ECM-Störsender, der ist zum Stören von Videokameras oder zum Öffnen von Türen. Oder Tresor, ich glaube, nein, nicht beim Tresor, beim Bankomat. Bankomat kann man auch verwenden, genau. Dieses Teil hier. Ja. Mhm. Dann gibt es noch die Sentry Guns, sind aber nur dann interessant, wenn man das spezialisiert hat, weil ansonsten hat man nur eine zur Verfügung und die ist relativ ungenau, aber man kann in einem der Fähigkeitenbäume, die man sich dann anschauen, kann man diese Sentry Gun hochleveln. Und dann wird es wirklich ein interessanter Style. Mhm. Dann gibt es noch eine schallgedämpfte, ist eher wieder uninteressant. Und dann halt Minen und Hohlladungen, wenn man sich so Richtung Sprengmeister levelt in den Fähigkeiten zurück. Das kommt aber alles auf den Fähigkeitenbaum drauf an. Genau. Ja, der nächste Slot ist unsere Panzerung selbst. Also man kann da vom Standardanzug, den man trägt, weil man soll ja immer gut gekleidet sein bei den Einsätzen. Schwere Schutzweste, was habe ich da? Flakweste. Die genau. Habe ich schon aus. Soll ich die auswählen? Ist die gut? Naja, die Werte, Geschwindigkeit sinkt und Ausdauer sinkt. Also wenn du noch keine Punkte in den Fähigkeitenbäumen für die Panzerung vergeben hast, dann solltest du momentan noch nicht so schwere tragen. Okay, dann bleibe ich bei der normalen. Das macht schweren. Das sonst langsam. Mhm. Ich habe halt da mittlerweile die verbesserte taktische Panzerweste. Ich Fertigkeiten nur für Ausweichen jetzt einmal. Ja, dann ist eh besser, du tragst eher geringere Rüstung. Okay, nein, ich bleib bei der normalschweren. Fertigkeiten, jetzt wird's interessant. Jetzt, das ist kompliziert. Ich hab's kompliziert empfunden. In den Fertigkeiten gibt es 5 Grundgruppen. Mhm. Den Drahtzieher, den Vollstrecker, den Techniker, den Geist und den Flüchtling. Geist und die Dunkelheit. Der Drahtzieher ist immer eher so der... Ja, der Boss der Gruppe, der meistens irgendwelche großartigen Fähigkeiten hat, die allen zugutekommen, beziehungsweise der Scharfschütze ist da doch rein verpackt. Der Vollstrecker ist so der typische Tank, wie man kennt aus den klassischen das Games. Also schwere Rüstung, schwere Waffen kann man hochleveln, Munition in Hülle und Fülle. Ich habe den Tank bereits ein Stück gelevelt. Der Techniker ist eben der Spezialist, wo man entweder sich auf die Sentry Guns spezialisieren kann oder auf die ganzen Werkzeuge wie die ECM-Störsender, die Bohrer und so weiter, die man dann verwendet. Oder eben, was ist das dritte? Der Unterdrücker. Der Unterdrücker, ja. Bei Ghost, Geist. Ja, sind natürlich alle Sachen drin, die für Stealth interessant sind. Schallgedämpfte Waffen, Unsichtbarkeit, Schnelligkeit und so weiter. Mhm. Flüchtling ist ähnlich, aber weniger im Stealth-Modus als wie im lauten Modus. Also der hat sehr hohe Sachen im Nahkampf. Ist ein Überlebenskünstler im Bereich der Bewegung und des Ausweichens. Beziehungsweise wenn man mal schwer getroffen wird, dass er das leichter wegsteckt. Also wenn der zu Boden geht, hat er nur mal die Chance, dass er aufsteht, ohne dass er von einem Kollegen geheilt wird.
Und die Pistolen verstecken sie da drinnen, der Revolver hält. Ah, okay. In späteren Videos gehen wir dann auf die einzelnen Details an und warum wir es so gelevelt haben und die Punkte so vergeben haben. Ihr seht schon, bei mir ist das total verteilt, ja, zusammengestellt. Ich bin jetzt mal ein Tank. Ja. Schutz. Ja, und dann gibt es noch das Perk Deck. Das sind im Prinzip die passiven Eigenschaften, die man sich noch dazu schalten kann. Da hast du gerade die Punkte jetzt dazu gekriegt, die hast du nicht vergeben, ja. Das haben wir gerade gehört. Ja, ich habe in Hitman mittlerweile voll und bin gerade dabei, in Grinder zu leveln. Der ist da unten. Die Punkte, die man da investiert, kriegt man durch abgeschossene Feinde und so aus den Heists. Okay, ich werde den Schurken, den levele ich gerade. Gut. Jo. Damit war es im Großen und Ganzen das Inventarmenü. Dann gehen wir vielleicht als nächstes auf CrimeNet. Und dann werden wir gleich einmal CrimeNet einen Auftrag auswählen. Ja, es gibt dann noch das eigene Safehouse, das schauen wir uns später an. Du wählst aus und ich komme dazu, ne? Oder wie? Ja, gehen wir mal beide auf Auftragshändler. Wo ist denn der? Da links unten gibt es einen Button Auftragshändler, Auftrag kaufen. Da gibt es jetzt der verfügbare Kontakte, ist das oberste. Da steht Bane drin. Ja. Und dann ist das, der erste heißt Autohaus. Ja. Wenn man da reingeht, dann zeigt er, wie oft man den Heist schon gemacht hat. In diesen einzelnen Totenkopfstufen. Da sind keine Schwierigkeiten. Totenköpfe. Ja, die sind schon da, aber grau, ne? Ja. Du hast nur keine Zahlen drunter, da ist auf Null. Nein. Und bei normal kein Risikoaufschläge, Aufträge vollendet, hast du auch Null stehen, oder? Oder eins? Null. Gut, dann würde ich sagen, kaufe ich den mal. Das Autohaus wird da gemacht. Stealth Mode. Nein, ich will es krachen lassen. Okay, dann ballern. Dann gehe ich aus dem Auftrag raus. Dann schauen wir gleich den nächsten rein. Bankraub. Bankraub, ja. Wie schaut's da aus? Schon einen vollendet? Vollendet 2. Okay, dann gehen wir da raus. Abbrennen. Gehen auf Bankraub Bargeld. Ja, Bargeld Gold. Gut. Vollendet 0. Passt, dann nehmen wir den. Okay. Taktik ist natürlich laut, das will ich jetzt aus, du kannst rausgehen, du wirst von mir eingeladen. Okay. Rauswurf erlaubt, Host, schmeißt raus und wir stellen auf nur für Freunde. Ruflimit brauchen wir keine, Schwierigkeit bleibt momentan normal für die Tipper. Auftrag kaufen. Und du ladest mich ein? Ich lade dich ein, ja. Und zwar... Freunde einladen, da ist es. Jetzt wählen wir die Tipp raus. Okay. Müsstest schon bekommen. Bisher haben. Ist nichts gekommen. Das kommt über Steam. Ach, total. Okay. So, Moment einmal. Bin ich schon drin? Jo, bist da. Ah, sehr gut. Jetzt so. Müssen wir nur schauen, ob die Aufnahme noch läuft. Nein, im Moment nicht. Warte, schalt dazu. Mhm. So, ich bin wieder da. So, jetzt ist die Tibra wieder da. Man muss nämlich, das ist leider ein bisschen ja, komisch gelöst bei PD. Wenn man einlädt, geht das über Steam-Portal. Das muss, heißt, man muss aus dem Spiel rausspringen und dann verabschiedet sich ja immer die Aufnahme. Leider, aber es Tibra ist wieder da. Gut, wir warten auf den Server. Ja, ich brauche nur mehr starten. Ich wähle jetzt da nur kurz mein Profil aus, und zwar Profil 1, das passt. Ich nehme aber dieses Sturmgewehr und ich nehme die Säge mit. Und dann können wir auch die Schließkassetten öffnen. Du, bei dir passt alles im Inventar. Du kannst dann drinnen auch noch mal wechseln, aber Profil und so passt. Schauen wir mal. Gut, dann gehen wir rein.
in den Heist. Ich bin ganz aufgeregt. Money, money, money. Money makes the world go round. Okay. Ja, grundsätzliche Beschreibung, was man hier findet. Vorausplanung, da kann man uns diverse Sachen einstellen, wo man den Bohrer zum Beispiel liegen haben will. Man kann sie Erleichterungen hier freischalten, das kostet aber Geld und Gefallen. Nachdem das ein relativ einfacher Job ist, brauchen wir da nichts. Jeder Gefallen kostet Geld. Hast du den schon gemacht mal? Ja, ja. Gut, dann kannst du mich ja leiten. Ja. Bitte. Unter Ausrüstung sehen wir jetzt nochmal, was wir angelegt haben. Wenn man da noch kurz was ändern will, dann wäre das hier jetzt möglich. Ich denke nicht, dass es notwendig ist, weil, ja, es ist laut. Es ist ein lauter... Genau. Crew-Setup sieht man, was die anderen auch verwenden. Das ist auch immer sehr spannend, ja, weil man kann schauen, ob die Gruppe auch wirklich gut zusammengestellt ist. Mhm. Ja, und Soundtrack, da kann man sehr Musik einstellen, die jetzt läuft während dem Heist. Wir lassen das so, wie es ist. Gehen auf Bereit. Die Kibra geht auf Bereit.